Am 22. Juli läuft die letzte Folge von Sturm der Liebe vor der großen Sommerpause. Doch wie lange müssen die Fans auf die Telenovela verzichten? Wie jetzt bekannt wurde, wird die Serie 3 Wochen lang ausfallen. Am 15. August geht es dann laut Bavaria Fiction wieder weiter, wie die Produktionsfirma gegenüber Promipool bestätigte. Dann können die Zuschauer wie gewohnt wochentags um 15.10 Uhr die ARD einschalten. In der Zwischenzeit probiert der Sender ein anderes Programm aus. So belegt die neue Sendung von Eckart von Hirschhausen den Sendeplatz. Mit Team Hirschhausen – Einfach besser leben steht der Nachmittag ganz im Zeichen von Talk. Während der Pause will die ARD außerdem prüfen, inwiefern sie Sturm der Liebe und die Telenovela Rote Rosen noch im Programm behalten will. Beide Serien sind in der Produktion teuer, so ARD-Programmdirektorin Christine Strobel. Bislang sind die Formate noch bis 2023 verlängert. Wie es dann weitergeht, könnte in den nächsten Wochen entschieden werden.